bitte ich um Ruhe und begrüße euch recht herzlich zum Arbeitskreis 1. Der Toso hat das gerade richtig erkannt. Ich bin gar nicht die Andrea, sondern bin der Sebastian. Die Andrea hat mich gebeten, den AK 1 heute zu leiten, weil sie heute noch im Zug sein wird um die Uhrzeit. Vielleicht kommt sie zum Ende der Sitzung und der Daniel möchte gleich dazu. Ja, die sitzt nicht im Zug, sondern im Bus. Im Bus, ich wusste da. Richtig, richtig. Genau, also sie wird wahrscheinlich, also wenn sie es zeitlich schafft, dann auch noch zu uns stoßen. Und bis dahin werde ich die Leitung jetzt heute übernehmen. Die Tagesordnung habt ihr im Pad eventuell gesehen. Wenn nicht, dann sage ich euch noch mal kurz, was heute auf der Tagesordnung steht, und zwar Tagesordnungspunkt 1, Auswertung des, ich rede einfach mal weiter, bis mir die Kollegen zuhören, Tagesordnungspunkt 1, Auswertung des Mumble-AKs, Tagesordnungspunkt 2, Anträge für die kommende Plenarphase, und Tagesordnungspunkt 3, Verschiedenes. Mir liegt jetzt kein Änderungsantrag auf Änderung der Tagesordnung bisher vor. Ich habe auch noch, sehe, dann verfahren wir so. Richtig. Also, dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1, Auswertung Mumble AK 1. Wir hatten ja am 21.11., also am Donnerstag, den 21.11., unser erstes Mumble im Arbeitskreis 1. Mit dieser Mumble-Maßnahme haben wir versucht, oder versuchen wir immer noch, ein Meinungsbild in Zusammenarbeit mit allen Interessierten an der Basis zu Anträgen von anderen Fraktionen zu bilden. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr in drei Sätzen, also diejenigen, die anwesend waren, in drei Sätzen euren Eindruck von dieser Maßnahme kurz zu schildern. Und dann würde ich wieder das Wort übernehmen. Wer möchte anfangen? Machen wir es mal so, wer war denn da? Wer war denn alles im Mumble da mal? Hand hoch. Dann fangen wir doch mal in der Reihenfolge an. Machst du das, Oliver? Sicher. Meine drei Eindrücke. Überraschend viele Leute. Ich habe nicht erwartet, dass so viele gekommen sind. Und das fand ich sehr erfreulich. Gleichzeitig habe ich aber auch einige Punkte gesehen, die in der Vorbereitung öffentlichkeitsarbeitstechnisch besser laufen könnten. Da wäre gewesen, dass wir im Vorfeld bereits ein Pad hätten erstellen können und auch schon im Vorfeld bereits über Twitter beispielsweise auf diesen Termin hätten hinweisen können, mitsamt Angabe zum Raum und Verweis auf das Pad. Und ich meine, wir sind hier öffentlichkeitsarbeitstechnisch eine schlagfertige Truppe. Und das heißt, wenn man sich dann gemeinsam auf sowas konzentriert und sowas gemeinsam auch pusht, dass es für jeden von uns nur einen Mausklick hätte, aber große Wirkung. Das ist das Erste, was mir da so durch den Kopf geht. Gut, danke, Oliver. Nico? Also ich fand es überraschend erfrischend zu sehen, dass im Mumble man auch konzentriert arbeiten kann, auf den Punkt. Das ist nicht immer der Fall. Lag vielleicht auch daran, dass wir eine Sitzung hatten mit wenigen Punkten, die dann intensiv besprochen haben und dann aber auch einen Schluss gemacht haben. Das ist ganz wichtig in den Mumble-Sitzungen. So empfinde ich das zumindest. Ja, ich denke, es war ein erster Aufschlag, der möglicherweise verbesserungsfähig sein sollte. Aber deshalb ist es ja auch nur ein erster Aufschlag gewesen. Wir können jetzt auf dem Stand heraus nicht Niveau uns aufoktroyieren, was wir in anderen Situationen schon genau nicht haben. Warum sollten wir es hier im AK1 beim ersten Mal sofort haben? Insofern weitermachen, das hat sich gut angegangen. Danke, Nico. Dann Olaf? Ja, also das Letzte, was
gerade gesagt wurde, möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Es hat auf mich ein bisschen chaotisch und unorganisiert gewirkt, aber genau das war der Sache. Man wusste nicht genau, was passiert, wie das da abläuft. Das war der erste Versuch und dafür war er sehr gut. Vor allem, was sehr, sehr klasse war, waren wirklich wieder die vielen Teilnehmer. So viele Teilnehmer für FKJ hatte mich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Hatte ich nicht mit so vielen gerechnet. Die Sache so von wegen, das ist auch klar mit der Zeiteinteilung und so, was ich allerdings unheimlich, was mir an der Mumble-Sitzung beziehungsweise mehr oder weniger an der Sache danach gefallen hat, ist vielleicht das falsche Wort. Es haben danach ja noch relativ lange Gespräche stattgefunden in dem Mumble-Raum. Und da hat sich ganz klar gezeigt, dass das der richtige Weg ist, weil es ist immer wieder, viel ist jetzt falsch, weil wir wissen auch, selbst wenn da 70 Leute sind im Raum, irgendwie trauen sich trotzdem nur so 3, 4, vielleicht 5 so wirklich in der Diskussion teilzunehmen, an den Gesprächen teilzunehmen. Aber von denen kam größtenteils wirklich der Wunsch, dass sowas weitergeführt wird und dass eigentlich auch der Wunsch, ja, mitdiskutieren zu wollen, mitreden zu wollen, mal die Meinung von uns zu hören, die Diskussion teilzunehmen und so. Und von daher sollte das meiner Meinung nach auf jeden Fall so weitergeführt werden und unter Umständen sogar noch ausgebaut werden, dass wir noch mehr Sitzungen oder solche Sachen in den AK, ins Mumble verlegen. Wird zwar ziemlich schwierig, ich sehe da auch die Problematik mit den Uhrzeiten, aber ist leider. Also das ist eine Sache, muss man irgendwie in den Griff kriegen. Ich würde mich sehr, sehr wünschen, wenn wir viel, viel mehr Sitzungen dann abends machen würden und die Leute daran teilnehmen könnten. Und unter Umständen das Ganze auch genauso zwei teilen. Einmal klar eine Tagesordnung durchziehen und einmal sagen, danach gibt es, weil das finde ich immer das Tollste, sind nämlich dann die ganz normalen, unverfänglichen Gespräche, die danach stattgefunden haben. Die fand ich eigentlich viel für mich ergebnisreicher als die Diskussionen über die innerhalb der Tagesordnung abgelaufen sind. Okay, danke Olaf. Dann als nächstes der Daniel. Ja, ich war allerdings nicht dabei, möchte aber trotzdem, oder war sonst noch jemand, der dabei war? Was? Nee, alles gut. Achso, alles gut. Da ist nur das Mikro noch an, das willst du sagen. Okay. Ich möchte trotz alledem Feedback geben von einigen, die dabei waren und mich dann im Prinzip angesprochen haben, beziehungsweise mit denen ich mich drüber unterhalten hatte. Also ganz grundsätzlich ist vieles gesagt worden, das ist super positiv aufgenommen worden, dass wir das überhaupt machen. Ne? Olaf hat das ja gerade auch schon gesagt, was die Beteiligung und so weiter angeht. Für unseren Teilbereich, den wir ja letzten Endes da nur abdecken, ist das auf jeden Fall ein großer Fortschritt zum Beispiel halt hier eben zu den Streams oder sowas, wo wir ja doch deutlich weniger Zuschauer dann irgendwo hatten. Der Slash hatte das vorhin zum Teil schon mal gesagt, ich wollte das nochmal konkretisieren, also was die Vorbereitung angeht, da müssen wir halt, glaube ich, gucken, dass wir das ein bisschen früher und so ein bisschen portionierter irgendwo hinbekommen, weil wir können halt eben nicht von den Zuhörern erwarten, dass die sich die ganzen Anträge durchlesen in dem Bereich, das werden wir einfach nicht erwarten können und ich glaube, das ist auch zu viel erwartet. Wir sollten vielleicht auch da versuchen, halt ein bisschen auf die Anträge schon mal einzugehen oder zumindest zu erläutern, was die denn, was so der Bereich eines jeweiligen Antrags ist oder was der denn so irgendwie tatsächlich bewerkstelligen soll. Möglicherweise könnte man sich auch zum Beispiel, wenn man das aufbereitet, darauf konzentrieren, was tatsächlich im jeweiligen Beschlusstext steht. Das ist ja meistens recht übersichtlich und auch durchaus noch auch selber durchzulesen. Denn was da im Prosatext davor steht, ist im Prinzip ja uninteressant. Und da werden wir uns auch immer in so einer Diskussion wahrscheinlich stundenlang dann drüber unterhalten können, weil die Landesregierung loben oder halt bashen oder was auch immer. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Es geht ja um die Beschlusstexte und für mich persönlich geht es halt darum, ich will ja ein Feedback bekommen, was so die Basis zu den jeweiligen Beschlusstexten sagt. Oder ein Feedback bekommen, dass da Beschlusstexte drin sind, das ist okay oder was auch immer, aber wir müssen vielleicht noch einen Änderungsantrag, einen Entschließungsantrag, was weiß ich nicht, machen, damit wir unsere Position richtig darstellen. Das ist ja das Feedback, was ich von der Basis haben will. Also ein bisschen redaktionell das
tatsächlich ein bisschen redaktionelle Arbeit im Vorfeld reinstecken. Bewerben hatte Olli eben auch schon gesagt, das ist schon recht gut gewesen, glaube ich, bei diesem Mal, aber das kann halt noch optimiert werden, gerade dann, wenn wir halt rechtzeitig ein Pad und sowas haben. Das waren so die beiden Kritikpunkte, die da auch so ein bisschen ineinander gegriffen haben. Dann wollte ich aufgreifen, also bei diesem Mal haben ja noch einige von uns halt eben gefehlt, ich selber auch, das wird sich wahrscheinlich bei den nächsten Malen vielleicht auch nochmal hier und da ergeben, weil ja teilweise einfach auch schon Termine festgelegt waren. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich gucken, dass wir, also das ist halt eben ein Pflichttermin, so sehe ich den zumindest, halt genauso wie hier eine AK-Sitzung wäre. Wenn es sich aber halt mal nicht einrichten lässt, dann, shit happens, dann ist das halt eben so. Aber ich glaube, das ist natürlich schon wichtig, dass wir da mit fast allen dann auch tatsächlich da sind. Und bringt ja auch wenig, ne? Wenn wir aus einem Bereich sonst niemanden da haben, können wir schlecht drüber diskutieren. Gut, danke dir, Daniel. Dann der nächste war der Toso, ne? Richtig. Toso leuchtet nicht. Doch, jetzt leuchtet's. Ja, war ein guter Mammeltermin. Haben wir in letzter Zeit öfter mal. Können wir öfter auch wieder machen. Ein bisschen strukturierter das Ganze angehen schon. Was ich mir aber erhoffen würde, ist, genau wie Olaf das eben sagte, dass sich noch mehr Leute beteiligen. Es ist jetzt schon so ein bisschen so, dass wenn man da so einen Antrag so ein bisschen länger erklärt, dann hatte ich zwischendurch immer den Eindruck, so jetzt ist mein Mammel kaputt gegangen, weil ich höre gar nichts mehr. Hallo, noch jemand da? Das fand ich ein bisschen komisch. Also ihr dürft auch sagen, hör mal, du bist doof, du hast das nicht verstanden. Oder vielleicht kannst du dieses oder jenes nochmal erläutern oder sowas. Aber so ins Leere sprechen, dann kommt da quasi gar nichts zurück, ist auch ein bisschen doof. Also da ist mehr Beteiligung sicher besser. Ne? Und es gibt da keine doofen Fragen. Also mehr doofe Fragen, als ich hier bisher gestellt habe, kann niemand stellen. Auch niemand. Danke, Hilmar. Ich mag das, wenn du mich unterstützt. Was hier Werbung und das Foodzeug drumherum angeht, alles schon gesagt worden. Ja gut, also ich glaube, damit sind wir erstmal mit der ersten Runde durch. Ich habe gesehen, dass der Oliver mitprotokolliert hat, ne? Teilweise. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Birgit. Ja, das ist nicht so tragisch. Nein, ein bisschen tragisch. Nee, dann auf jeden Fall die. Dann Birgit, bitte. Tut mir leid. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Nee, Nein. Nein, also ich war halt auch im Mammel. Auch in dem Kanal. Wobei das im Moment gar nicht so einfach ist, weil da so viele Kanäle sind, wenn man nicht richtig gucken kann, findet man den richtigen gar nicht so ganz leicht. Ach so, das beruhigt mich total. Ja, die hat sehr gelitten. Also ich fand es im Grunde auch gut. Mein Problem war halt auch, dass ich im Moment halt Anträge nur sehr langsam lesen kann und dann nicht mal eben schnell was nachgucken kann oder so. Aber das ist halt im Moment halt eher mein persönliches Problem. Ich fände es auch gut, wenn wir irgendwie es schaffen, dass sich mehr Leute beteiligen. Das haben ja jetzt auch schon verschiedene gesagt. Auch durchaus mal welche, die halt sich nicht immer beteiligen. Also ich sag mal so, wir haben halt da die üblichen Zuhörer, sage ich jetzt mal, die halt immer mal bei sowas zuhören, aber wir haben im Prinzip keine neuen Leute oder Menschen von außerhalb der Partei gar. Also im Grunde haben wir halt, es ist sicherlich sinnvoll, das mit der Basis zu diskutieren, aber ich fände es halt auch noch schöner, wenn wir halt auch Menschen von außerhalb mehr einbinden. Danke. Gut, soweit. Der Nico hatte sich jetzt nochmal gemeldet, dann macht der Nico nochmal. Ja, was mir aufgefallen ist, ist so ein bisschen die Diskrepanz, was will man eigentlich da erreichen? Möchte man da eher ein Forum bieten oder möchte man dort arbeiten? Das sind die zwei Dinge, die so meines Erachtens kontradiktorisch sich gegenüberstehen. Ich bin der Auffassung, das sollte eher ein Forum sein. Das mit dem Arbeiten sollten wir eher... Ich bitte dem Redner zuzuhören. Und wenn man beim dritten Wort schon raus ist, ist das ja echt
Nee, ich möchte mich genau da anschließen, wo der Daniel das so zusammenfasste. Ja, wo sind wir denn überhaupt in dem Antrag? Ja. Und was Tose sagte, dann antwortet keiner mehr. Und also wenn wir das jetzt wirklich als Arbeitswerkzeug-Tool benutzen wollten, ja, dann müssten wir es meines Erachtens noch viel größer aufziehen. Dafür haben wir weder die Kapazitäten noch die Zeit. Ich finde, wir müssen ran an die Leute außerhalb. Und das ist ja der Grund. Sie können ja theoretisch alle auch hier hinkommen. Theoretisch. Praktisch ist es eben nicht möglich. Also sollten wir wirklich nur ein Forum bieten. Nur in Anführungsstrichen, ich finde, das ist schon mehr als ausreichend. Das ist schon ganz gut. Man kann möglicherweise den Text gerne ein wenig zusammenfassen. Das kann jeder von uns. Der Antragstext, dieses ganze Prosa, da gebe ich dem Daniel recht, das brauchen wir alles nicht. Ja, das ist überflüssig. Das ist gut für den innerparlamentarischen Betrieb, damit man weiß, warum welche Fraktion meint, den Antrag so stellen zu müssen und warum der ganz viel Sinn macht. Das ist auch richtig. Aber erstens will das da draußen keiner wissen und zweitens kann das da draußen gar nicht jeder wissen. Es reicht schon, wenn die Referenten das halbwegs irgendwie auf die Reihe kriegen und dann dementsprechend abgeleitet den Abgeordneten das nahe bringen. Sondern da draußen, da muss ein Forum sein. Die müssen sehen, da unterhaltet ihr euch also über das Thema, da gibt es eine Hauptverb, Headline und das ist das Stichwort und dazu will ich jetzt mal was sagen. So muss das funktionieren und so funktioniert das auch. Und manchmal ist auch gar nicht so das große Interesse. Und wir sind, glaube ich, nur die Rezipienten, nur diejenigen, die das aufnehmen. Was haben die denn da für Meinung? Denn meine eigene Meinung, die habe ich sowieso schon vorher. Und ich kenne auch die Meinung von Toso halbwegs in meinem Bereich und andere Referenten von ihren Abgeordneten. Aber wichtig ist doch da draußen, dass da jemand sagt, zu dem Thema, da habe ich aber den und den Einfall. Das kann zufällig der gleiche sein. Gut, dann habe ich das mit mir selbst abgecheckt und weiß, da bin ich ungefähr auf der Linie der anderen Leute oder ist was ganz Neues und das kann ich dann gegeneinander abwägen. Aber dass ich jetzt hier ein Seminar halte, also das ist weder zeitlich noch inhaltlich überhaupt gar nicht tragbar, machbar. Gut, Dankeschön. Ich sehe jetzt, dass es noch weitere Wortmeldungen dazu gab. Mein erster Input mein erster Input an euch war, dass ihr eure ersten Eindrücke schildert, wie ihr die Mumble-Sitzung gesehen habt. Das habt ihr jetzt hiermit getan. Ich habe jetzt gerade schon mal auf die Uhr geschaut. Wir haben eine Stunde nur Zeit insgesamt. Ich habe gerade schon versucht anzusetzen, zu sagen, dass der Oliver ja mitgeschrieben hat, Protokoll geschrieben hat. Ich habe auch mir was mit notiert. Um das zusammenzufassen, da ging es jetzt eben A, darum, dass es generell positiv aufgenommen wurde, B, aber in einzelnen Punkten noch optimierungsbedürftig ist. Und da hat Nico gerade auch schon noch einen Beitrag geleistet mit dieser Zweiteilung. Olaf hatte in die gleiche Richtung gesprochen gehabt, dass man den AK in der Tagesordnung so splittet, dass man in der ersten Stunde eben das bietet, was Nico gemeint hatte, ein Forum. Und in der zweiten Stunde oder dritten, vierten Stunde kann dann auch dieser freie Meinungsaustausch, der dann nochmal neue Impulse für die eigene Arbeit bietet, bewerkstelligt werden. Generell ist natürlich von der Vorbereitung her da auch nochmal mehr zu liefern und mehr das nach außen zu tragen und eventuell dann so durchzustrukturieren, dass diejenigen, die das interessiert, dann vielleicht schon im Voraus sehen, welche Anträge dann behandelt werden und in welche Richtung die gehen, dass man da nicht stundenlang darüber sozusagen erstmal Erklärungsarbeit leisten muss. Das sind alles Punkte, die habe ich jetzt versucht kurz noch zusammenzutragen. Ich hoffe, dass diese Redebeiträge, die jetzt gerade aufgepoppt sind, sich damit erledigt haben oder ist das noch nicht der Fall? Dann würde ich kurz noch ein Statement bitten, ansonsten würden wir das mitnehmen und ich werde das auch an Andrea herantragen und mit Nico zusammen dann auch nochmal mir da Gedanken und uns drüber Gedanken machen, wie wir das dann in Zukunft besser strukturieren können.
Ja, eine kleine Anmerkung. Gerade dann, wenn man sich im Mumble selbst auf die Beschlusstexte selber, ich sag mal, konzentriert, was ich für sinnvoll halte, dann sollte man in diesem vorbereitenden Teil im Pad oder im Wiki, wo auch immer, vielleicht auch nochmal so die Hintergrundinformationen verlinken, beziehungsweise auch vielleicht eine Drei-Satz-Kurzzusammenfassung, damit auch die Leute erkennen, in der Prosa steht ja halt immer sehr kompliziert, worum es geht. Aber das kann man natürlich auch in drei Sätzen stehen, aber diese drei Sätze, warum, wer, was will, sollte dann irgendwo in diesem vorbereitenden Element stehen. Das wäre meine Anregung. Also da muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz drauf reagieren. Ich glaube, dass das eben nicht richtig ist, sondern ich möchte eigentlich eine relativ ungefilterte Meinung des Forums haben, der Leute, die da reinkommen, weil sonst fasse ich was zusammen und prioritiere etwas. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte neue Impulse bekommen von den Leuten. Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass wenn die meinen Text gelesen haben oder den von Andrea, Sebastian und Hilmar, dass die dann sagen und sich frei machen, ja, und sagen, nee, ich mache da was an, sondern die sind sogar vielleicht ein bisschen vorher eingespannt dann. Also ich finde das eigentlich ganz cool, wenn die das so sehen und einfach mal so vor sich hin blubbern. Einfach Dinge runterbringen und sagen, hier, ne, das fällt mir dazu ein. Also das, so hatte ich das verstanden. Gut, jetzt hat Olaf sich nochmal gemeldet. Ich dachte eigentlich, damit hätte es sich jetzt erledigt mit deinem Beitrag, aber dann sehe ich, dass wir, machen wir noch 7 Minuten maximal und muss auch nicht, weil wir haben natürlich auch noch im Plenum nächste Woche. Nächste Woche, Plenumsdienstag. Genau. Gut. 7 Minuten für BBT. Ah. Nein. Okay, abschließend, Matthias, bitte. Das müsst ihr ja dann entscheiden, aber ich glaube tatsächlich, dass sowas zielführend ist, die Leute zumindest auf das Thema zu fokussieren. Ich glaube, da kommt immer noch weit genug an Anregungen, Gedanken und so weiter rum, selbst wenn man kurz thematisch klarstellt, worum es in dem Thema geht. Mehr ist ja nicht, weil im Antragstext, in dem Intro, ist ja letztlich auch das Thema enthalten. Sprich, wenn Leute sich den Antrag, was ich ihnen ja empfehlen würde, wo wir aber wissen, sie tun es nicht immer, aber selbst wenn sie den Antrag lesen, bekommen sie ja die Info, nur dann wieder in dem Text der jeweiligen Antragsteller. Sprich, da kommt eh noch genug rum. Also eine Fokussierung aufs Thema wäre zumindest wünschenswert, sonst hast du alles Mögliche, aber nichts zum Thema. Deswegen. Eine Sache, Olaf, gut, dann die letzte, wirklich die letzte Sache. Man muss da, glaube ich, an der Stelle zwei Sachen unterscheiden. Wenn ich jemanden, also gerade auch, weil ich das hier von intern ja her kenne, mit dem, dass sich dann teilweise über den Prosatext darüber aufgeregt wird und die Dinger nicht angenommen werden, angeblich wegen dem Prosatext, beziehungsweise, ja, nee, es ist auch schon passiert, die haben dann den Prosatext geschrieben und schon hatten die anderen angenommen. Im Ausschuss zumindest, ja. Ist auch schon passiert. Was ich problematisch finde an der Stelle ist, entweder nimmst du den Prosatext von denen, dann nimmst du deren Interpretation der Umstände. Oder du nimmst deine Interpretation der Umstände, weil ich glaube, es ist nicht möglich, einen Umstand auf einer halben DIN A4-Seite zusammenzufassen von den meisten, weil die meistens komplexer sind, um sie wirklich objektiv oder mit dem Anspruch überhaupt halbwegs objektiv darzustellen. Und damit kommst du immer wieder in das Problem, dass du zumindest von Anfang oder an, wenn du schon eine Interpretation, weil du musst, durch Kürzen interpretierst du, durch Zusammenfassen interpretierst du auch, nämlich du fasst das zusammen, was du wichtig findest, gibst du immer eine Richtung vor. Immer. Da kommst du nicht drum rum. Die Frage ist die, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Ich könnte mich mit beiden anfreunden, aber dann ist klar, dass man schon eine Richtung vorgibt, wenn man diesen Prosatext oder wenn man die Umstände schon interpretiert. Gut, das war abschließend der Kommentar dazu. Der Toso hat auch noch einen abschließenden Kommentar. Ja, nicht jetzt. Das war eine Sache. Selbstverständlich ist jeder Text, den wir schreiben, natürlich schon interpretiert. Das ist ja überhaupt keine Frage. Na, die Sache ist nur, wir möchten ja beides nicht vorenthalten. Es wäre schon schlau, einmal den Originaltext lesen zu können. Und wenn wir eine Meinung haben oder eine Zusammenfassung dazu haben, dann kann man auch diese Zusammenfassung schon dahinstellen. Das eine hat ja, behalten da jetzt nichts vor. Also man macht einfach beides und gut ist. Ja.
Ja, aber wir kommen doch jetzt nicht in die Versuchung, dass wir irgendjemanden nehmen und ganz neutral fern jeder äußeren Einflüsse auf irgendeinen Antrag gucken lassen. Da kommen wir eh nicht hin. Das ist dieses Idealbild von Meinung, was wir dann da abfragen wollen, das geht nicht, das gibt's nicht. Gut, ich finde super, dass wir da so intensiv in der Diskussion sind. Das zeigt, dass wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie wir die Basis bestmöglich an unsere Arbeit im Landtag heranbringen können. Und das zeigt natürlich auch den Willen, den hier oder der Wille, der hier im AK1 vorhanden ist. Und das finde ich so auf jeden Fall schon mal sehr begrüßenswert. Und im Endeffekt liegt das dann bei den Referenten, diesen Vorbereitungstext in ihrem Bereich anzufertigen oder eben nur diese Copy-Paste der Forderungen in den Anträgen zu übernehmen. Und das kann man natürlich dann auf jeden Fall nochmal auf Referentenebene klären, aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal den ersten Eindruck hier von dieser Mumble-Sitzung und zusammenfassend kann ich da schon sagen, dass das sehr positiv auch aus meiner Sicht gelaufen ist. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 1 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Plenumswoche, Plenumsdienstag steht an, für Daniel Antragsdienstag. Gibt es aus den hier anwesenden Fachbereichen denn schon Überlegungen, Anträge einzureichen bis Freitag und wenn ja, welche? Dann rufe ich mal den Toso auf. Genau. Wir sind jetzt nicht ganz sicher, ob wir den für Dezember angedachten Antrag wirklich stellen sollen. Und zwar handelt es sich dabei um einen Antrag zum Arbeitsrecht, der aber auch so ein bisschen Integration berührt. Wir hatten eigentlich vor, also erstmal zur Grundlage, zurzeit ist es so, dass man, wenn man aus einem nicht zur EU gehörigen Land kommt und nach Deutschland flüchtet quasi und man sucht sich selber einen Job, vermittelt wird man ja nicht von der Agentur oder vom Jobcenter, man sucht sich selber einen Job, dann kann einen der zuständige Arbeitgeber da, der einen anstellen möchte, nur dann anstellen, wenn er, wo sind wir jetzt gerade, 9 Monate, 12 Monate, 9 Monate sind wir zurzeit, ne? Ja, 9 Monate lang jemanden anders gesucht hat, der entweder Deutscher oder EU-Ausländer ist und er kann das nachweislich oder kann das nachweisen, dass er da niemanden gefunden hat. Das halten wir für komplett sinnfrei und weltfremd. In den Bereichen, wo es Jobs gibt, werden händeringend Leute gesucht und in den Bereichen, wo es keine Jobs gibt, hilft da auch nicht, wenn die Menschen, die von außerhalb kommen, nochmal 9 Monate extra warten. Und gerade im Sinne von Integration, das funktioniert halt hauptsächlich über eine Arbeitsstelle, wäre es sinnvoll, den Leuten sofort einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Es ist übrigens auch nicht so, es ist nicht so und es war auch die letzten 20 Jahre nicht so, dass wir hier von Flüchtlingen überrannt werden. Der Nächste, der es mir gegenüber behauptet, darf mir gegenüber flüchten. Kann das nicht mehr so gut hören. Speziell mit der Drittstaatenregelung ist das in Deutschland überhaupt nicht so. Jetzt steht allerdings in diesem ominösen Papier, was da auf Bundesebene, in diesem Berlin, zwischen diesen zwei, wie heißen die noch? CDU, CSU und wie heißen die anderen? SPD, richtig. Ja, rückwärts, richtig, rückwärts. Kleine SP, genau. Da steht in diesem Entwurf einer widerrechtlichen Absprache zu Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag, dass man diese Frist auf 3 Monate zurückstufen möchte. Und da ist jetzt halt die Frage, lohnt es sich für uns dann noch einen Antrag zu schreiben, das Ganze auf Null zu setzen und hier eine Bundesratsinitiative zu starten? Und dazu hätte ich gerne eure Meinung gehört. Wir hätten das grundsätzlich vorgehabt, hätten das auch gerne letztes Jahr schon gemacht, haben das aber halt zurückgeschoben, weil wir uns ja erst auf Familie, Kinder und irgendwas konzentrieren wollten. Jetzt ist halt die Frage, macht es jetzt noch Sinn? Da hätte ich gerne eure Meinung zu. Gibt es dazu Anmerkungen? Oh, das kam gleichzeitig. Ja, Vorabinformationen, ne? Dann eine Info dazu von Nico. Also wir holen jetzt bis morgen die Information vom Flüchtlingsrat dazu ein
Heute ist das aufgrund von terminlichen Überschneidungen nicht möglich gewesen oder wird es nicht möglich sein, aber bis morgen werden wir hoffentlich morgen Vormittag diese Information erhalten. Also wie der Torso schon richtig sagt, wir wollten diesen Antrag mit 0 Monaten so ein bisschen auch als Anreiz sehen. Ne? So nach dem Motto, was kommt denn hinten raus? Das Dumme ist nur, wenn du dann auf 3 Monate schon reduzierst, bist du schon relativ weit unten und diesen Anreiz, den haben wir in der Art und Weise dann so nicht mehr. Aber vielleicht wird uns der Flüchtlingsrat sagen, dass es auch sinnvoll sein kann oder muss, von vornherein eben 0 Monate zu haben. Aber wie gesagt, die Information kommt dann morgen und dann werden wir eben da morgen weitersehen. Deshalb auch die etwas leicht. Ja, das nur als Information. Leichte, ja. Danke, dann jetzt Olaf. Ja, sagen wir es mal so, sinnvoll im Sinne, dass wir jetzt nochmal was auslösen, dass wir damit was anstoßen, sicherlich nicht. Sinnvoll nur, oder nur in Anführungsstrichen, zur Profilbildung beziehungsweise um uns klar zu positionieren. In einem anderen Sinn hat das ja nicht, wenn wir jetzt sagen null, wenn die jetzt sowieso schon 3 wollen. Allerdings, und da würde ich immer sagen, das ist jetzt, von daher ist es mehr oder weniger deine Entscheidung, wenn du die Zeit hast. Dafür würde ich sagen, ja, weil sinnvoll ist es auch immer hier ganz klar auch nur zu sagen, wo man steht und was man möchte. Und das kann man am besten über Anträge machen. Und dann kann man auch hier diskutieren. Und was ich an der Sache noch spannend finde, ich glaube gar nicht mal, dass sich da SPD und CDU so sehr einer Meinung sind. Das hat nämlich auch schon irgendwo ein Kompromiss ist. Und da finde ich jetzt einfach mal spannend, was die sich hier gegenseitig erzählen. Was natürlich mehr eine Spielerei dann ist, aber man, ne? Irgendwie muss es ja auch mal spaßig sein in den paar Stunden, die man da im Plenarsaal sitzt. Gut, jetzt habe ich mich selber nochmal auf die Rednerliste gesetzt, um aus integrationspolitischer Sicht da vielleicht noch was dazu zu sagen oder eine Einschätzung zu geben. Also ich glaube, die Zahl ist in dem Fall überhaupt nicht ausschlaggebend, ob da jetzt 3 oder 6 oder 7 oder 400 Monate drinsteht. Es geht um das Signal, das man sendet, dass eben nicht diese Prüfung stattfinden muss, dass ein Deutscher mit deutscher Staatsangehörigkeit oder ein EU-Ausländer da einen Vorrang gegenüber von Flüchtlingen hat. Deswegen finde ich, würde ich die Diskussion nicht anhand dieser Zahl aufmachen, sondern ich würde das anhand dieses Signals ausrichten, diese Diskussion, ob man das stellen sollte oder nicht. Gut, gibt es dazu noch weitere Anmerkungen? Sehe ich nicht. Dann, was gibt es denn noch für Initiativen? Haben wir sonst aus eurem Bereich keine? Also ich hätte dann noch aus dem Gesundheitsbereich eine mehr oder weniger Initiative. Und zwar geht es um den Gesetzentwurf. Okay, ja, können wir danach gleich machen. Um den Gesetzentwurf für den Kinderschutz oder um den Kinderschutz zu stärken. Das ist kein Alleingang, sondern das wäre dann eine gemeinsame Initiative. Da sollen Kinderärzten ein elektronisches Tool zur Verfügung gestellt werden, dass sie bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sich interkollegial austauschen können. Und diese Initiative, die ging jetzt von, ich glaube, der CDU aus und ist verbunden mit einem Gesetzesänderungsantrag in der Berufsordnung, um eben in diesem speziellen Fall die Schweigepflicht sozusagen abzuwägen gegen ein höheres rechtliches Gut. Und wir haben uns an der Stelle eingebracht, da es ein elektronisches Tool ist, also man muss sich das so vorstellen, dass die Ärzte da Namen eingeben, ihren Namen eingeben, wenn sie einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben und andere Ärzte, die eventuell den gleichen Verdacht haben, geben dann auch ihren Namen ein und dann bekommen sie eine Meldung, dass dieses Kind eventuell schon mal bei einem anderen Arzt vorstellig geworden ist und dementsprechend, erhärtet sich dann der Verdacht, dass es sich bei diesem Fall um Kindeswohlgefährdung handelt. Und ich ergänze noch, wir haben
uns dahingehend eingebracht, dass wir uns auf die Daten, die da erhoben werden, konzentriert haben und mitgeteilt haben, dass wir uns da an diesem Antrag beteiligen werden, wenn es ganz klar ist, dass nur die notwendigsten Daten eben da in diesem Zusammenhang erhoben werden und dass diese Daten auch wieder gelöscht werden, sobald der Patient oder das Kind dann eben 18 Jahre alt geworden ist. Dazu eine Anmerkung? Ja, ich glaube, der Witz war bei diesem Duisburger Modell, das war ja vorher ein bisschen fraglich, der Name ist mir jetzt gerade entfallen von diesem Duisburger. Genau, dass tatsächlich nur zunächst mal hinterlegt werden der Name des Kindes und die Kontaktadresse des Arztes und dann, nachdem dieser Aufhänger sozusagen durch dieses Datenbankmatch gefunden wurde, können die Ärzte ganz im Wege des normalen kollegialen Austauschs sich besprechen. Und es findet eben nicht ein Austausch dieser vielleicht dieser kritischen Kandidatensammlung. Und das ist natürlich ein cooler Ansatz und eine gute Idee. Und deswegen ist das wesentlich datenschutzkonformer als alles andere, hilft aber trotzdem den Kindern. Das war ja die Idee. Ich wusste jetzt nur gar nicht, dass die CDU das so aufgegriffen hat, weil in der Anhörung die ja eher kritisch waren, glaube ich, oder? Ja. Nee, die hatten den Antrag gestellt. Also es war wirklich der Antrag von der CDU und den haben sie ja der Antrag kam ursprünglich von der CDU. Daraufhin sind dann überhaupt ja erst, es hat die Anhörung stattgefunden. Und jetzt frage mich nicht, formell ist er, glaube ich, dann zurückgezogen worden, weil es jetzt einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, oder es gibt jetzt einen Änderungsantrag aller Fraktionen zu dem Antrag von der CDU. Gut. Dann hätten wir aus dem Sozialbereich noch eine Idee. Dann bitte Hilmar. Nee, das war keine soziale. Ich hatte mal angeregt, dass man zu Amazon und Weihnachten was macht. Arbeitsbedingungen bei Amazon. Aber das ist nicht mein Beritt. Ja, das kommt ja immer mal wieder, ploppt ja auf, wie die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Ja. Dann greifen wir gleich nochmal auf. Ich habe nämlich auch noch eine aus dem Integrationsbereich eine Initiative, die von Simone und Frank und mir und ausgegangen ist. Und zwar geht es um den Gesetzentwurf zur Geschäftsordnung NRW, Paragraph 27, da geht es um die Integrationsratswahl. Und bei dieser Integrationsratswahl steht in dem neuen Gesetz die Formulierung, ausländische Staatsangehörige sind wahlberechtigt für die Integrationsratswahl. Mit dieser Formulierung, ausländische Staatsangehörige sind wahlberechtigt, fallen allerdings die Staatenlosen raus. Wir haben uns dann im Innenministerium auch in Verbindung gesetzt und nochmal eine Übersicht über die Staatenlosen hier in NRW und die Situation der Staatenlosen geben lassen. Und da kam dann dabei heraus, dass es um die 3000 Wahlberechtigte eigentlich gäbe, es aber mit dieser neuen Formulierung oder mit der alten Formulierung kein Problem gegeben hätte. Und auf die neue Formulierung sind sie nicht eingegangen. Daraufhin haben wir in der Anhörung zwei Rechtswissenschaftler gefragt, wie sie denn diese zwei Begriffe interpretieren. Also der eine Begriff ausländische Staatsangehörige gegenüber Leuten oder Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. So, und das ist nicht das Gleiche. Und damit fallen eben diese mit der neuen Regelung, die Staatenlosen, leider raus und sind demzufolge nicht wahlberechtigt für die Integrationsratswahl. Da haben wir einen Änderungsantrag vorbereitet und eingereicht. So wie ich das sehe, wird das zunächst im Ausschuss nur besprochen, weil wir noch keine Drucksachennummer haben. Aber das sind dann Dinge, die kann man dann, wenn sie anstehen, regeln. Gibt es dazu noch eine Anmerkung? Nicht? Dann würde ich nochmal den Hilmar bitten, zu dem Sozialbereich nochmal was zu sagen. Nee, war kein Sozialbereich. Immer noch Bereich Arbeit. Also es gibt in der Frankfurter Rundschau gab es auch mal wieder eine BBC-Klamotte zum Thema Arbeitsbedingungen bei Amazon. Wir haben in NRW zwei Standorte von Amazon und vielleicht wäre das was irgendwie unter dem Motto Frohe Weihnachten, nur nicht für die Leiharbeiter bei Amazon, keine Ahnung, irgendwie vor dem Weihnachtsplenum, weil da gab es nämlich riesen
eine Riesenankündigung von Amazon, dass sie keine Leiharbeiter mehr einstellen wollen, auch für die Auftragsspitzen im Weihnachtsgeschäft. Und das haben sie nicht einhalten können. Und jetzt geht das nämlich das Ganze wieder los. Die Arbeitsbedingungen sind unter aller Sau, brauchen wir ja nicht drüber reden. Dann eine Anmerkung, Toso. Ja, über die Arbeitsbedingungen, da kann man sicherlich trefflich streiten. Das habe ich da bis jetzt nicht erforscht. Was allerdings gerade die beiden NRW-Dependancen angeht, ist das Problem, dass wir hier zwei Dependancen haben, die nicht mehr so ganz jung sind. Und dementsprechend hat Amazon da dummerweise wirklich schon geschafft, nicht mehr ganz so viele Leiharbeiter einzusetzen, wie sie es am Anfang immer machen. Sie sind da also schon bei einem Prozentsatz von zwischen 60% und 80% Stammbesatzung und jetzt nur für die Auftragsspitzen bei 20% Leiharbeit. Und da sagt selbst unser Programm nicht, dass wir das abschaffen. Also wir können... Es geht um die Bedingungen, Arbeitsbedingungen, nicht um die Leiharbeit. Es geht um die Bedingungen, die da herrschen. Da habe ich vorher schon zugesagt, dass ich da noch nichts erforscht habe zu den Arbeitsbedingungen. Ja, da kann man sicher was drüber machen, aber halt grundsätzlich nur anzuprangern, dass da Leiharbeiter eingesetzt werden, ist halt schwierig. Das ist bei mir jetzt gerade so ein bisschen so angekommen. Gut, dann wird sich mit dem Thema beschäftigen, ist okay. Dann mache ich da keine. Also gut, dann sehe ich da. Das habe ich nicht gesagt. Ich vermisse gerade. Ist auch ein bisschen wenig konstruktiv, ja. Hattest du dich noch gemeldet? Nee. Möchte. Nein, ich habe das vor vier Wochen vor total aufgeschlagen. Wurde nicht aufgenommen, also ist das Thema für mich dann erledigt. Das ist ja auch nicht mein Bericht, war nur eine Anregung. Gut, dann gibt es weitere. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt. Noch eine Anmerkung von Daniel? Ja, zwei Anmerkungen. Also ich will einmal dann doch noch auf die Amazon-Geschichte zur Geschichte zurückkommen. Der Vorschlag ist ja jetzt fürs kommende Plenum halt was zu machen. Also die Anregung dazu, weil, naja, auch so ein bisschen was mit Populismus und so weiter ist ja auch okay. Also mir fehlt dann da jetzt irgendwie noch das Statement, Tose, da müsstest du signalisieren, ob du da eine Chance zu siehst, dann solltet ihr euch vielleicht möglicherweise auch dahingehend irgendwie zusammensetzen, das müssen wir ja hier nicht erarbeiten. Und dann hätte ich nachher noch was anderes. Mir fehlt ganz konkret, was möchtest du gerne im Plenum für einen Antrag einbringen? Welches Thema soll das jetzt betreffen? Ganz genau. Das habe ich jetzt eben leider nicht rausgehört. Dann probieren wir es nochmal. Also. Zum einen geht es darum, dass Amazon selbst behauptet, dass sie nicht mit Leiharbeit arbeiten wollen und jetzt müssen sie es wieder, weil sie es nicht auf die Kette kriegen. Und das, wir können uns gerne mal mit den Leuten da, die da Leiharbeiter sind, unterhalten, weil ich kenne da einige, die da nämlich, weil es in Rheinberg ist, das ist bei uns um die Ecke, ich kenne da zig Leute, die Leiharbeiter da sind, unter welchen Bedingungen die da auch arbeiten. Jetzt kann man das immer noch loben, so wird das von allen möglichen gelobt. Wenn man das möchte, kann man das gerne machen. Also es geht konkret um die Arbeitsbedingungen und das von sich selbst als Unternehmen sich versuchen, dahinzustellen und reinzuwaschen, dass man diese Leiharbeit nicht weiter befördern möchte und es dann selbst aber nicht hinbekommt. Ja, warum übernehmen Sie die Leute denn nicht in die Stammbelegschaft oder geben denen vernünftige befristete Arbeitsverträge? Wo ist das Problem? Warum wird das Instrument genutzt? Über Leiharbeit an sich kann man ja reden, aber die kriegen 80 oder 70% der Kohle nur, die Stammbelegschaft da bekommt. Und dann nur in der Auftragsspitze. Also so allgemein über die Leiharbeit zu diskutieren und die Arbeitsbedingungen, die dann gerade in den Auftragsspitzen und im Weihnachtsgeschäft dort sind. Und wenn sie sich vorher hinstellen und sagen, wir werden keine Leiharbeit machen, dann ist das für mich eine Frechheit, eine politische Frechheit. Und das sollte man von mir aus auch populistisch anprangern. Und da kann man der SPD auch einen reintun, weil Gabrecht ist nämlich immer der sich hier hinstellt, oh, Leiharbeit, Amazon und der, ne? Jetzt habe ich nochmal zwei Wortmeldungen, einmal Nico und Toso. Also haben wir es doch richtig verstanden.
Es ist richtig, Amazon hatte im letzten Jahr, als es aufpoppte, gesagt, wir wollen das nicht mehr. Aber es kommt ja eine Situation, wenn man sich die Geschäftszahlen von Amazon anguckt, und braucht man keine Volksschule Sauerland, dann sieht man, wie stetig sich das Volumen nicht nur verstetigt hat, sondern einfach weiterhin explosionsartig nach oben geht. Das ist eben unsere Einkaufsmentalität, Gesellschaft, und das war sie auch im letzten Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern, das ist wie Wegfall der Geschäftsgrundlage, da muss ich über meine eigene Aussage eben nachdenken. Und die Aussage von Amazon vom letzten Jahr, wenn ich die so getätigt hätte, würde ich auch noch sagen, ja, tut mir leid, will ich zwar, geht aber nicht, kann ich nicht anders machen. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder lasse ich das dann und sage dann, okay, wir machen es einfach nur bis zu dem, was wir selbst gesagt haben, und beliefern die Leute einfach bis zum 24. nicht. Kann man machen, und dann liefere ich eben, was weiß ich, weiß jetzt nicht, ob der Januar so wenig, viel weniger auftragsstark ist, das glaube ich sogar gar nicht, sondern wir fangen einfach erst im 1. Februar wieder an, wie das so in dieser Branche im Einzelhandel üblich ist. Oder ich sage, naja gut, das Versprechen, oder was heißt Versprechen? Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Versprechen war, selbst wenn es ein Versprechen gewesen wäre. Die Andeutung, die Aussage, ich will das nicht, muss ich eben revidieren. Dann stelle ich mich dahin und sage eben im Oktober, ja, in den letzten 9 Monaten ist das Geschäft weiterhin so massiv angezogen, dass ich das gar nicht mehr anders machen kann. Ja, und dann wird aus unserer Klage meines Erachtens reiner Populismus. Wenn man das will, das ist kein Problem, dann muss man das machen, dann soll man das machen, aber dann muss man sich damit mit dieser Populismus-Klage, die einen übrigens dann selber trifft, muss man eben zurechtkommen. Ne, wir sind ja relativ schnell immer bei der Hand, um anderen Populismus vorzuwerfen. Wenn man das hier machte, dann wird das ins Gegenteil verkehrt werden, und das zurecht. Wie gesagt, wenn man das will, ist das in Ordnung. So. Und was die allgemeinen Arbeitsbedingungen anbelangt, da ist das nochmal so, wie der Tosos gesagt hat, es gibt in Rheinberg, aber auch in Lünen, ich glaube, das ist das, ne, für Westfalen, das andere, ist man nun mal, und das haben wir aus Gewerkschaftshand, sprechen, das ist also jetzt nicht das, wo wir sagen können, oh, das sind jetzt diese arbeitnehmerfeindlichen Leute, die uns erzählen, die sagen, also abgesehen vom Jobcenter, ja, wo wir uns alles kundig gemacht haben, du musst gar keine Arbeitgeberverbände, du musst gar keine IHK fragen, ja, die das sowieso alles toll finden, sondern du musst Leute bei der Gewerkschaft, bei Verdi, bei den Arbeitnehmern, musst einfach nur fragen, die sagen, ja, mehr als dass es gut ist, können wir jetzt auch nicht sagen, ja, es könnte noch viel besser sein, aber das ist so, weiß ich nicht, wenn du so 80-90% erreicht hast von dem, was wirklich gut oder sehr gut ist, dann kannst du auch immer wieder sagen, nee, ist trotzdem alles scheiße. Aber das sind diese üblichen Nörgler, ja, wir sind leider nicht bei 20-30%, wo man sagen könnte, es ist wirklich unhaltbar oder unzumutbar oder so. Ja, das ist dummerweise nicht der Fall. Ja, insofern. Du musst dich mit den Leuten vor Ort unterhalten, nicht mit irgendwelchen Gewerkschaften. Ich finde 70% als Lohn ist unhaltbar. Also, wir reden, okay, selbst wenn es 70% sind, dann reden wir von der Weihnachtsspitzenzeit. Also sprich 1.12. bis, was weiß ich, selbst wenn es in den Januar übergeht. Das heißt, ich darf in Weihnachten die Menschen ausnehmen. Also, Moment. So, jetzt. Das ist keine Diskussion, ob wir es toll finden, dass wir die Menschen ausnehmen, sondern es ist die Frage, ob... Ja, aber können wir uns hier eine Diskussion halten? Gut. Ich probiere, dass wir die Diskussion so führen, dass jeder zu Wort kommt und es nicht so viele Zwischenrufe gibt, aber ich habe jetzt den Toso als nächstes, danach den Olaf und dann ist der Toso dran. Also erstmal rein konstruktiv, hast du da Kontakte zu den Leuten? Selbstverständlich treffen wir uns gerne mit den Betroffenen. Haben wir immer gemacht, machen wir immer. Überhaupt nicht der Punkt. Ist bis jetzt aber an mich nicht rangetragen worden. So, nächster Punkt, 70% Lohn. Ja, das ist der Unterschied von dem, was Sie tarifmäßig nach Ihrem Gusto zahlen, nach dem von Ihnen angewandten Tarif und dem Tarif, den die Gewerkschaften gerne gezahlt gehabt hätten. Also jetzt nicht vertun.
Wenn man sich den Tarif anschaut, den die da wirklich zahlen, dann ist das nur 90% davon, nicht 70%. Nur die Gewerkschaften hätten da gerne einen anderen Tarif angewandt. Deshalb gibt es auch die Streiks. Ich mag es ganz gerne, wenn man sich fachlich vorher schlau macht, bevor man hier ins Mikrofon tutet. Das mag ich total gerne. So, wenn wir da jetzt noch andere Erkenntnisse haben, dass sie sich genauso daneben benehmen, wie das anscheinend bei diesem ARD-Bericht mal der Fall war, dann gerne an mich rantragen. Ich treffe mich gerne mit den Leuten und bespreche das. Und dann mache ich da auch gerne was politisch draus. Aber ich befürchte, das werden wir zum nächsten Plenum nicht unbedingt noch reinkriegen. Danke. Dann als nächstes der Olaf. Ich müsste jetzt ein paar Zwischenfragen, die ich jetzt auch gerne dann direkt beantwortet hätte. Das heißt, die Leiharbeiter bekommen 90% des Gehalts der Festangestellten. Habe ich dich dir jetzt gerade richtig verstanden? Nicht nach Aussagen von Gewerkschaft und von Amazon. 90% des Dinges. Ja, allerdings nicht von dem Tarif, den die Gewerkschaft gerne hätte, sondern vom Logistiker. Da sage ich jetzt mal so, da ist mir der Tarif egal, mir geht es um den Festangestellten, der dort arbeitet. Dass ich habe mich auch teilweise verleihen lassen, habe natürlich nach dem Verleihtarif Geld bekommen und die Prozentzahl möchte ich, also die Prozentzahl ist für mich relevant. Wenn die, und zwar, was bekommen die, die dort arbeiten, was bekommen die und was bekommen die, die dort nur Leiharbeiter sind. Und davon die Differenz interessiert mich nicht. Interessiert nicht die Differenz von irgendwelchen Tarifverträgen, die diese Leute, weil sie Leihleute sind, niedriger haben. Einen Moment. Jetzt, das war der letzte Redebeitrag hier nochmal von Olaf mit ein paar Fragen an Toso, glaube ich, auch als arbeitspolitischer Sprecher. Ich sehe schon, die Hallen und füllen sich, der nächste Arbeitskreis ist in den Startlöchern. Das sind genau auch die wichtigen Themen, die man in dem Unterarbeitskreis, in dem dann ein eventueller Antrag entstehen sollte, besprochen werden. Da wird recherchiert, da wird gearbeitet, hier wird eine erste Meinung eingeholt und hier beende ich somit den Arbeitskreis 1. Dankeschön. Ja, okay. Also, die machen keinen Unterschied zwischen Leih- und Festangestellter von der Bezahlung, sondern die machen einen Unterschied nach der Zeit. Das erste halbe Jahr kriegst du da nicht den vollen Satz. Ach so, und die Leiharbeiter zahlen dann, werden dann als nicht... Nee, sind die länger als ein halbes Jahr, da kriegen die auch mehr. Gut, dann... Wenn sie wären, dann würden... Beende ich den Arbeitskreis. Nein, Herr Daniel beendet ihn. Ich hatte, sorry, lieber Sebastian, aber ich will das nur für den Stream halt auch noch festhalten. Ich gehe davon aus, dass wir uns auch über das Thema Fußball-Fan-Projekte im Dezember-Plenum unterhalten werden. Die Frage ist halt, oder ich gehe davon aus, oder die Absprache zwischen den Fraktionen ist ja, einen gemeinsamen Antrag einzureichen. Und daran arbeiten wir zurzeit noch. Inwieweit das klappen wird, kann ich momentan halt noch nicht weiter sagen. Dankeschön. Dann beenden wir jetzt den Arbeitskreis.